So, guten Tag. Hallo, Lieutenant. Wie ihr seht, jetzt bin ich schon. Ich habe das Spiel nochmal angefangen. Weil es gibt da Probleme. Leute haben mir Probleme gemacht. Das heißt, ich habe meine Profile verloren. Salah, scheiße. Na gut, besser verschwinde ich. Ja. Eben, Leute haben mir Probleme gemacht. Eben. Leute, ich habe wirklich sehr vertraut und die haben mir alles verkackt. Ich konnte noch mein Profil nicht mehr benutzen und tagelang konnte ich meine Profil nicht benutzen. Ich habe gewartet, bis diese Person rausgeht. Also, und ich habe gleich gemerkt, dass diese Person hat irgendwas Scheiße gemacht, wovon ich mein Profil konnte ich tagelang nicht benutzen. Und danach musste ich mein ganzes Profil löschen und musste ich ein ganz neues öffnen. Habe ich gemacht. Ich habe natürlich jeden Fortschritt verloren. Alles. Ich habe alle Fortschritte verloren, jede Punkte, jede Trophäe. Ich habe alles verloren. Alles, was ich gekauft habe. Ich habe, sagen wir mal, etwa 43 Stück Spiele drauf gekauft von Internet und ich habe alles verloren. Jede einzelne Schritte. Ich habe auch für GTA habe ich auch viel. Für den GTA 5 habe ich auch viel. Sehr viel Geld ausgegeben. Sehr viel Geld, Leute, sehr viel Geld. So. Und ich habe alles verloren. Das ist ehrlich, Leute, sehr traurig. Es ist sehr traurig. Ich vertraue an Menschen. Ich habe Shareplay gemacht mit einem Kollegen. Heißt Chris, oder? Genau. Sorry, wem kann ich eigentlich beschulden? Nur ihm, oder? Selbstverständlich nur ihm. Er hat nur meinen Code gewusst. Der Chris, niemand anderer. Und ich habe für ihn gesagt, er darf das nicht weitergeben. Ja, und so Sachen. Aber keine Ahnung, dass er vielleicht weitergegeben hat oder nicht. Ja. Vielleicht hat er das nicht getan. Vielleicht wollte er etwas ausprobieren und es hat nicht geklappt. Und es hat unser Profil, alles mein Profil und seine, ich weiß nicht, vielleicht seine hat es auch. Aber es hat mein Profil beispielsweise alles blockiert. Ich konnte nichts drauf meinem Profil. Das ist echt schwierig. Es ist schwierig gewesen. Ich habe mal überlegt, Leute, ich mache sowas nie wieder. Kein einzelner Mensch. Das mache ich sowas wirklich nie wieder. Und ich niemanden dort vertrauen. Niemanden. Ja, jetzt habe ich mein neues Profil geöffnet, jetzt mache ich das Spiel schon wieder. Und ja, das was ich halt gemacht habe. Ja. Aber Leute, eine Sache möchte ich das erklären. Wie ihr seht, im Moment bin ich am Sparen, oder? Und letzte Mal habe ich wirklich, es ist ganz bescheuert, Leute, bis 20 Millionen habe ich gespart. In diesem Ort habe ich bis 20 Millionen gespart. Und diesmal habe ich mir überlegt, ja, man braucht ja so viel nicht. So viel braucht man nicht, das ist verrückt, das ist auch übertrieben, das braucht man nicht. Wisst ihr wieso? Es ist egal, dass du bis 99 tust und deine Ausdauer oder deine, sag mal. Oi, warte mal, ich erkläre das, Moment. Ich lachte mir mal, ich muss konzentrieren ein bisschen. Ich habe letztes Mal genau das erlebt, Leute. Ich habe mich aufgewertet, fast bei jedem bis 99 und meine Angriffe sind trotzdem nicht so wahnsinnig stark gewesen, Beispiel, und meine Ausdauer, Beispiel, wenn du schon bis 50 tust du deine Ausdauer, dann kannst du maximum 9 Mal zuschlagen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oder? Und auch wenn du 99 mal aufwertest du mal deine Ausdauer in diesem Spiel, du kannst immer noch nur 9 mal zuschlagen. Und das habe ich wirklich erstaunlich gefunden. Erstaunlich, und das ist ganz gemein eigentlich. Ich habe gedacht, wenn ich bis 99 durch das Ausdauer, dann vielleicht kann ich etwa bis 20 mal zuschlagen, oder? 20 mal, oder? Es ist überhaupt nicht so gewesen. Also, man braucht so viel nicht. So viel braucht man nicht. Zusammen zu sparen. Es ist alles Quatsch. Es ist alles Quatsch. Ich habe alles total 99 hochgetan. Alles auf 99, Leute. Und ja. Ich habe gleich gemerkt, es hat überhaupt nicht
gelohnt, für so viel Zeit zu haben. Scheiße, jetzt muss aber zum so, einmal die. Tschüss. 35. Oh Leute, ich hab schon mal überlegt, das Max. Mag ich ein bisschen weiter, weil ich momentan rede ich. Ja, dann kann ich damit auch ein bisschen weiterarbeiten. Ich schwöre es beim Gott, ich mache sowas nie wieder mit jemandem. Ich verbinde mich mit niemandem. Das mag ich nicht wieder. Ich weiß, ich habe ihm wirklich vertraut. Er ist wirklich die ganze Zeit vernünftig gewesen. Und ist in der Sonne. Was er gemacht hat. Aber er hat wirklich totale Scheiße gebaut, ja. Ich bin sehr wütend. Ich bin sehr wütend auf ihn. Also, ich bin froh, dass ich ihn nicht mehr sehe. Aber ich bin sehr wütend auf ihn. Also, ich bin wirklich echt, ich bin echt wütend. Ja. Also, ich will ihn eigentlich nie wieder sehen, dieser Wichser. Er ist ein absoluter Wichser. Wirklich, er ist ein Wichser. Ja. Jemand sowas mit mir antut, verstehst du? Ich habe ihm auch gesagt, ohne meine Erlaubnis darf ich auf meinem Profil und irgendetwas machen. Das darf er nicht machen. Und er hat bis jetzt konnte es kontrollieren, aber nachher, ja, was macht er? Oder? Ohne meine Erlaubnis, er geht einfach auf mein Profil, macht er Scheiße. Keine Ahnung, was er gemacht hat. Er wollte irgendwas vielleicht ausprobieren. Und hat es nicht funktioniert und ja, es hat alles blockiert, Leute. Und ich habe alle meine Freunde, alle meine Kollegen verloren. Ja, ich weiß nicht mehr, wo die sind und keine Ahnung. Ich kann die auch nicht mehr suchen. Und ich finde, Leute, es ist wirklich echt wahnsinnig traurig, was mit mir passiert hat diesmal. Ja, es ist echt traurig. Ja. Ich bin echt traurig deswegen, ja. Ich habe viele gute Freunde. Also die haben mir auch viel geholfen bei gewissen Spielen. Viel geholfen. Ja. Vor allem bei der GTA. Da habe ich viele Leute kennengelernt. Ganz nette, wirklich ganz nette, korrekte Spielen. Weißt du, die haben nie verlangt sowas Scheiße von mir. Ich habe auch schon mal überlegt, ja, weißt du. Nächstes Mal habe ich mir überlegt, wenn jemand sowas von mir verlangt oder sowas oder fragt, ich würde gleich sagen, ja, würde Wichser ich. Du gehst mir auf die Nerven. Du gehst mir gleich auf die Nerven. Ja, ich würde gleich sagen. Das geht nicht auf die Nerven, du Scheiß. Ja, ja. Ich würde gleich sagen. Ja, ich weiß, dass du alles Scheiße machst. Ja, ja. Also. Ich weiß ganz genau, vielleicht einen Monat oder max ein Jahr, aber nachher machst du Scheiße. Ist doch sehr verständlich. Okay, mach mal Scheiße, oder? Das darf man nicht, oder? Nein, ich empfehle euch, Leute, niemanden. Wirklich, ihr dürft mit eurem besten Freund nicht einmal. Mit eurem besten Freund nicht einmal. Euch verbinden, sonst passiert Scheiße noch, mit euch. Das darf es irgendwie nicht. Nein, nicht mal mit dem besten Freund. Das empfehle ich euch von diesen Aufnahmen. Ja. Das möchte ich euch empfehlen. Also mit mir passiert Scheiße, ja. Mit mir passiert immer Scheiße. Das mag ich nicht mehr, Leute. Echt, das mag ich nicht mehr. Das schwöre ich beim Gott, das mag ich nicht mehr. Das ist einfach so. So, ganz einfach. Ja, ja. Ich bin ganz allein und ich bin für mich allein gestellt und das genügt. Ganz genau. Wenn ich Leute kennenlerne, vielleicht noch mal in der Zukunft, ja. Dann möchte ich andere Leute kennenlernen. Ganz neue Leute möchte ich kennenlernen. Einfach die alten Freunde will ich einfach, also eigentlich auch nicht mehr. Das ist alles okay. Jetzt möchte ich einfach neue Freunde kennen, neue Kollegen. Vielleicht werde ich mal mit sein, es kommt schon. Also es braucht immer Zeit, dass man Freunde findet, man, klar. Es braucht immer Zeit, also, klar. Bis man Kollegen findet, man, ja. Aber nachher, ja, geht das mal. Leute, ich habe wirklich alles verloren, mein ganzes Profil. Ich musste mein ganzes Profil löschen, nur wegen dieser Wichser. Wegen dieses Arschlochs, stellt ihr mal vor. Ich muss mein ganzes Profil löschen. Ich habe keine andere Wahl gehabt. Ich habe wirklich keine andere Wahl gehabt. Keine andere Wahl. Weil ich habe
Code gewechselt. Und wisst ihr nachher, was passiert? Ich habe einfach tagelang gesehen, ich bin immer noch verbunden mit diesem Person, oder? Ist das vielleicht diese Person an meine E-Mail? Vielleicht hat meine E-Mail gewechselt oder meine Passwort gewechselt, ja. Und natürlich, mein Passwort ist momentan nicht völlig richtig gewesen, aber meine PlayStation-Maschine hat gleich gezeigt, dass ich dem richtigen Passwort gedrückt habe. Ich bin ja immer noch verbunden mit dem anderen Person. Mit einem anderen Spieler bin ich immer noch verbunden. Deswegen kann ich in meinem Profil nicht eintreten, oder? Keine Ahnung, was diese blöde Mixer ist. Gar keine Ahnung. Echt, also. Leute, also ihr seid alle 15-Jährige, also. Ihr seid alle 15-Jährige, nein, also. Kein Fachvertrauen, Leute, wenn jemand 15-Jährige ist, bitte, nein. Wenn Ober 20, auch nicht einmal. Also nicht mal für einen 20-Jährigen, bitte. Vertrauen. Wenn jemand sagen, ist so 30-Jährig oder 25 Max, dann gar nicht, oder? Diese Leute haben noch einigermaßen, wirklich, sind wirklich einigermaßen erwachsen, oder? Und also dann... So Leute, die 15-Jährige, kleine Wichser, nein, also... Blöde kleine Wichser, oder hat man 15-Jährige, oder? Oder wie alt ist der gewesen? 15 oder 16? Na... Kleine Wichser, na echt? So funktioniert die Welt nicht. Ich habe ihm gesagt, ich ohne Erlaubnis geht nicht. Wenn er 2 Tage mich nicht erreichen kann, dann kann er mich 2 Tage lang nicht erreichen. Wenn er mich 1 Monat nicht erreicht, ich habe ihm das genau so erklärt damals, oder? Das ist wirklich nicht schwierig zu verstehen, oder? Das ist ja wirklich nicht schwierig, oder? Wenn man sowas bittet, man, oder? Das ist echt, Leute, das ist ja Wahnsinn. Das ist so schwer zu verstehen, Leute, sowas. Wieso hat er mich nicht angerufen oder weißt, oder ein Message geschrieben am Messenger? Sorry, aber erlaubst du mir, dass ich das mache? Und dann warte ich, weißt, auf Antwort. Naja, er muss das lernen, sonst bekommt er wahnsinnig viel Probleme. Zeit. Ja. Bekommt er wahnsinnig viel Probleme mit der Zeit von Leuten, weißt? Okay. Leute werde ich nur noch hassen. Ja. Na gut, Leute, ich gehe auf und den Rest mache ich morgen. Na, das war's. Also, Chris, hoffe ich, diese Aufnahme wirst du mal irgendwann mal sehen. Hoffe ich, dann lernst du mal, was ich gesagt habe von dir. Also, ich finde, du bist ein extra großer Wichser und das ist einfach so, Mann. Du bist 15-jährig, du musst wirklich viel lernen noch, Mann. Mit Erlaubnissen, oder? Du musst einfach lernen, weißt du? Jemand, der sagt, du musst 1 Monat warten, dann musst du 1 Monat warten. Da hast du keine andere Wahl, da musst du 1 Monat warten, oder? Na. Mann, sonst wirst du viel, viel Probleme haben. Und die Leute werden dich hassen. Als PlayStation-Spieler. Die werden dich hassen. Wie ich dich jetzt momentan, ja. Also, das ist einfach so. Also, ich schwöre es beim Gericht, ich mache nie wieder mit so einem Scheißdreck mit jemandem. Verbinde ich mich oder Shareplay. Das mache ich nie wieder. Weil das kann wirklich mein Profil kosten. Ich kann mein ganzes Profil verlieren. Genau wie das vorher passiert, oder? Ich musste mein ganzes Profil löschen und ein ganz neues öffnen. Ich habe keine andere Wahl gehabt, Leute. Weil ich bin 7 Tage lang wegen dieser Wichser konnte ich nicht draufgehen in meinem Profil. 7 Tage lang. Nach 7 Tagen, nach einer Woche, habe ich gesagt, so Leute, jetzt reicht das, oder? Lösche ich das Programm und dann öffne ich ein ganz neues, oder? So ist das. Also ich empfehle euch wirklich, mit eurem besten Freund dürft ihr nicht mal das machen, echt. Mit eurem besten Freund nicht. Sonst macht er garantiert nach 1 Jahr Maximum, macht er Scheiße, oder? Sonst versucht er irgendwas, was er im YouTube gesehen hat, oder irgendwas Blödes in YouTube. Und dann probiert er aus und dann und dann geht alles schief und dann Und dann er verliert sein Profil, ich verliere mein ganzes Profil. Und dann, oder keine Ahnung. Oder vielleicht nur ich verliere mein Profil, keine Ahnung. Was dieser blöde Wichser gemacht hat, oder? Naja. Also, bis zum nächsten Episode. Bei 2 Millionen werden wir uns sehen, ha? Bis nächstes Mal, also.